Kapitel 3. Thomas blieb eine Weile so sitzen, unfähig, sich zu bewegen. Schließlich zwang er sich, zu dem windschiefen Gebäude hinüberzusehen. Mehrere Jungen liefen davor herum und warfen besorgte Blicke hoch zu den Fenstern im oberen Stock, als könnte jeden Moment ein scheußliches Monster in einem Regen aus Glas und Holz herausspringen. Ein metallisches Klicken in den Zweigen über ihm erregte seine Aufmerksamkeit. Als er hochschaute, sah er gerade noch etwas grellrot und silbern aufblitzen, dann war es um den Stamm herum verschwunden. Er raffte sich auf und umrundete den Baum, reckte den Hals, konnte aber nichts außer nackten Zweigen entdecken, die ihre grauen und braunen Finger wie ein Skelett ausstreckten und ungefähr genauso tot wirkten. »Das war eine Käferklinge«, sagte jemand. Thomas drehte sich um und sah einen nicht besonders großen, pummeligen Jungen, der ihn anstarrte. Er war noch jung, wahrscheinlich der jüngste aus der Gruppe, um die 12 oder 13 vielleicht. Die braunen Haare hingen ihm über die Ohren bis auf die Schultern. Das einzig Bemerkenswerte in seinem erhitzten, fetten Gesicht waren die strahlend blauen Augen. Thomas nickte ihm zu. »Ein Käfer was?« »Käferklinge«, sagte der Junge und zeigte hinauf in den Baum. »Tut nichts, solange man ihn nicht so doof ist und sie anfasst«, zögerte, »Strunk.« Das letzte Wort sagte er etwas unbeholfen, als ob ihm der Sprachgebrauch auf der Lichtung auch noch nicht recht vertraut wäre. Ein weiterer Schrei ertönte, so lang und nervenzerfetzend, dass Thomas beinahe das Herz stehen blieb. Die Angst legte sich wie ein eisiger Tau auf seine Haut. »Was geht da vor sich?«, fragte er und zeigte auf das Gebäude. »Weiß nicht«, antwortete der kleine Dicke. Er hatte noch eine relativ hohe Kinderstimme. »Ben ist todkrank und liegt im Bett. Sie haben ihn gekriegt.« »Sie?« Es gefiel Thomas gar nicht, wie bedrohlich das Wort geklungen hatte. »Genau.« »Wer sie?« »Das wirst du hoffentlich nie erfahren«, sagte der Junge ein wenig zu beiläufig. Er streckte ihm die Hand hin. »Ich heiße Chuck. Ich war hier der Frischling, bevor du gekommen bist.« »Und der soll sich um mich kümmern?«, dachte Thomas. Er wurde sein Unbehagen einfach nicht los. Langsam wurde er auch sauer. Nichts ergab irgendeinen Sinn und der Kopf tat ihm weh. »Und warum nennen mich alle Frischling?«, fragte er und gab Chuck schnell die Hand. »Weil du der Neue bist, der gerade frisch eingetroffen ist.« Chuck zeigte auf Thomas und lachte. Ein weiterer Schrei kam vom Haus her, der klang, als ob ein verendendes Tier gefoltert würde. »Wie kannst du da lachen?«, fragte Thomas entsetzt. »Das klingt, als ob jemand im Sterben liegt.« »Der wird wieder. Niemand stirbt, wenn er rechtzeitig zurückkommt und das Serum kriegt. Ist immer alles oder nichts, tot oder lebendig. Tut aber ziemlich weh«, sagte er wichtig tuerisch. Thomas stutzte. »Was tut ziemlich weh?« Chuck wandte den Blick ab, als wüsste er nicht genau, was er sagen sollte. »Von den Grievern gestochen zu werden.« »Griever?« Thomas wurde immer verwirrter. »Gestochen? Von den Grievern? Es klang ziemlich grässig und auf einmal wollte er gar nicht mehr unbedingt wissen, wovon Chuck da redete. Aber die Neugierde war trotzdem da. Chuck zuckte die Achseln, verdrehte die Augen und sah weg. Thomas seufzte deprimiert und lehnte sich an den Baum. »Hört sich an, als würdest du nicht sehr viel mehr wissen als ich«, sagte er. Dabei wusste er nicht, dass das stimmte. Sein Gedächtnisverlust war seltsam. Wie die Welt funktionierte, war ihm relativ klar, aber ihm fehlten alle spezifischen Erinnerungen, Namen, Gesichter. Wie ein Buch, das komplett war, bei dem aber in jeder Zeile ein Wort fehlte und bei dessen Lesen man immer verwirrter und frustrierter wurde. Er wusste nicht mal, wie alt er war. »Du, Chuck, was meinst du, wie alt ich bin?« Der Junge musterte ihn von Kopf bis Fuß. »Ich würde sagen, du bist 16? 1,75 Meter,
falls du das wissen wolltest. Ah, braune Haare. Und hübsch wie ein Pott gequirlte Scheiße. Er prustete los. Thomas war so verblüfft, dass er den letzten Satz gar nicht richtig mitbekommen hatte. 16? Er war erst 16? Er fühlte sich viel älter. Ganz im Ernst? Er unterbrach sich und suchte nach Worten. Wie, er wusste nicht, was er fragen sollte. Mach dir nichts draus. Du bist ein paar Tage lang voller Matsche in der Birne. Aber dann gewöhnst du dich an den Laden. Wir wohnen hier. So ist das halt. Immer noch besser als auf dem Klonkhaus. Er verengte die Augen, weil er wahrscheinlich wusste, was Thomas als nächstes fragen würde. Klonk ist unser Wort für Kacke. Von dem Geräusch, wenn die Kacke in den Pisspott fällt. Thomas starrt Chuck an. Das Gespräch war ihm peinlich. Wie schön, war das Einzige, was er herausbrachte. Er stand auf und ging an Chuck vorbei auf das alte Haus zu. Bruchbude war eigentlich zutreffender. Es war 3 oder 4 Stockwerke hoch und sah aus, als könnte es jeden Moment zusammenbrechen. Die verschiedensten Baumstämme und Bretter waren mit dicken Seilen wüst zusammengebunden. Völlig wasen ein paar Fenster dazwischen. Dahinter hob sich die massive, efeu-überwucherte Steinmauer. Als Thomas über das Hof ging, knurrte ihm der Magen, weil ihm der Geruch eines Lagerfeuers, auf dem Fleisch gebraten wurde, in die Nase stieg. Er fühlte sich schon ein bisschen besser, weil er jetzt wusste, dass er nur ein kranker Junge war, der da herumschrie. Solange er nicht daran dachte, warum er so krank geworden war. »Wie heißt du?« rief Chuck, der hinter ihm hergerannt war. »Was? Name? Hast du uns noch nicht verraten. Und ich weiß, dass du dich noch dran erinnerst. Thomas.« Er hörte seine eigene Antwort kaum. Seine Gedanken waren schon wieder mit etwas anderem beschäftigt. Wenn es stimmte, was Chuck da sagte, dann hatte er gerade eine Gemeinsamkeit mit den anderen Jungen entdeckt. Dass der Gedächtnisverlust bei allen gleich ablief. Jeder wusste noch seinen Namen. Warum nicht den Namen seiner Eltern? Warum nicht den Namen eines Freundes? Warum nicht seinen Nachnamen? Freut mich, Thomas, sagte Chuck höflich. Und mach dir keine Sorgen, ich kümmere mich um dich. Ich bin schon einen ganzen Monat hier und kenne mich bestens aus. Auf Chuckys Verlass, okay? Thomas war mittlerweile fast an der Tür der Bretterbude angekommen, vor der eine Gruppe Jungs herumstand. Als ihm plötzlich Wut überkam, er drehte sich zu Chuck um. Du behauptest, du würdest dich um mich kümmern, dabei verrätst du mir überhaupt nichts. Er wandte sich wieder in Richtung Tür, fest entschlossen, da reinzugehen und selbst nach Antworten zu suchen. Woher er auf einmal den Mut dazu nahm, war ihm selbst schleierhaft. Chuck zuckte die Achseln. Nichts, was ich sage, wird dir helfen, sagte er. Ich bin ja im Grunde auch noch ein Neuer, aber ich kann dein Freund sein. Ich brauch keine Freunde, schnitt Thomas ihm das Wort ab. Er stand jetzt an der Tür, einem hässlichen, verwitterten Holzbrett, machte sie auf und sah mehrere Jungs mit stoischen Gesichtern unten an einer selbstgezimmerten Treppe stehen, deren Stufen und Geländer krumm und schief waren. Die Wände im Flur waren mit einer dunklen Tapete bedeckt, die halb herunterhing. Die einzig sichtbare Verschönerung war eine verstaubte Vase auf einem dreibeinigen Tisch und ein schwarz-weiß Foto von einer alten Frau in einem altmodischen weißen Kleid. Thomas musste an ein Spukhaus in einem Film denken. Im Boden fehlte sogar hier und da eine Diele. Im Haus roch es nach Staub und Moder, ganz im Gegensatz zu den angenehmen Gerüchen draußen. An der Decke hingen flackernde Neonröhren und Spinnweben. Er fragte sich, wo hier auf der Lichtung die Elektrizität herkommt. Er starrte die alte Frau auf dem Bild an. Hatte sie früher hier mal gelebt? Sich um die Jungs gekümmert? Guck mal, der Frischling, rief ein älterer Junge. Thomas fuhr zusammen, als ihm klar wurde, dass er dasselbe schwarzhaarige Typ war, der in Form mit einem so tötenden Blick dachte. Er sah aus, als wäre er um die 15 und war groß und war so knubbelig wie eine Kartoffel. Ich wette, der Strunk hat sich in die Hosen vollgeklunkt, als er Baby kreischen gehört hat. Und brauchst du eine neue Windel, Nepp-Depp?
Ich heiße Thomas. Er konnte den Typ nicht ausstehen. Ohne war ein weiteres Wort ginge zur Treppe, weil er nur weg wollte und nicht wusste, was er sagen oder sonst tunte. Aber der Schlägertyp versperrte ihm mit erhobener Hand den Weg. Moment mal, Frischling. Er zeigte mit dem Daumen Richtung oberes Stockwerk. Neulinge dürfen keine Leute sehen, die gepackt worden sind. Newt und Abby erlauben das nicht. Warum lässt du mich nicht in Ruhe? Fragte Thomas und versuchte seine Angst zu überspielen und nicht darum nachzudenken, was gepackt heißen mochte. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich will nur, dass mir jemand hilft. Jetzt hör mal gut zu, Freundchen. Der Junge verschränkte die Arme und sah ihn mit grimmigem Gesicht an. Ich hab dich schon einmal gesehen. Irgendwas ist faul daran, dass du bei uns auftauchst und ich werde es rausfinden, was das ist. Zorn überkam Thomas. Ich hab dich noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hab keine Ahnung, wer du bist und es ist mir auch scheißegal, schnaubte er. Dabei wusste er eigentlich gar nicht, ob das stimmte. Aber warum konnte der Kerl sich dann an ihn erinnern? Der Schlägertyp lachte höhnisch, ein Gelächter gemischt mit einem fiesen Rotzgeräusch. Dann wurde sein Gesicht ganz ernst, die Augenbrauen zusammengezogen. Ich habe dich gesehen, Strunk. Nicht besonders viele hier sind schon gestochen worden. Er zeigte die Treppe hoch. Ich hab's erlebt. Ich weiß, was der alte Benny da gerade durchmacht. Ich war da und bei der Verwandlung habe ich dich gesehen. Er streckte den Arm aus und zeigte auf Thomas. Und ich wette deine erste Mahlzeit drauf, dass der alte Benny genau das Gleiche sagen wird. Thomas sah ihm weiter in die Augen, erwiderte aber nichts darauf. Panik erfüllte ihn. Hört es irgendwann mal auf, ständig schlimmer zu werden? Hast dich nass gemacht wegen dem bösen Krieger, was? Höhnte der Junge. Ein bisschen Schiss jetzt, was? Willst nicht gestochen werden, oder? Da war das Wort wieder. Gestochen. Thomas wollte nicht darüber nachdenken, sondern zeigte die Treppe hoch, wo das Gestöhn des Kranken herkam. Wenn Newt da oben ist, dann will ich mit ihm reden. Der Junge sagte nichts, sondern starrte Thomas nur mehrere Sekunden lang finster an. Dann schüttelte er den Kopf. Weißt du was? Hast recht, Tommy. Ich sollte nicht so gemein zu einem Neuen sein. Geh rück nach oben. Abby und Newt helfen dir bestimmt gern weiter. Na komm, geh ruhig. Nichts von gut. Er gab Thomas einen leichten Klaps auf die Schulter, trat dann zurück und machte ihm den Weg nach oben frei. Aber Thomas merkte natürlich, dass der Typ es nicht ernst meinte. Er hatte vielleicht das Gedächtnis verloren, aber ein Idiot war er deswegen noch lange nicht. Wie heißt du? Fragte Thomas, weil er noch unentschieden war, ob er hochgehen sollte oder nicht. Gerli. Und lass dich nicht von einem von uns verarschen. Ich bin der echte Anführer hier. Nicht die beiden alten Knackerstrünke da oben. Ich. Kannst mich Captain Gerli nennen. Er lächelte zum ersten Mal. Sein Gebiss sah genauso abartig aus wie seine Nase. Zwei oder drei Zähne fehlten und kein einziger war auch nur halbwegs weiß. Thomas konnte genug von seinem Atem riechen, dass sich ihm der Magen umdrehte. Es erinnerte ihn an irgendetwas Scheußliches, aber wusste nicht was. Na schön, sagte er, obwohl ihn der Typ ankotzte, dass er am liebsten geschrien oder ihm eine reingehauen hätte. Captain Gerli! Er salutierte übertrieben vor ihm, wobei er einen Adrenalinstoß verspürte, weil er wusste, dass er es gerade einen Tick zu weit getrieben hatte. Ein paar von den Jungs kicherten, und Gerli fuhr mit hochrotem Kopf herum. Mit vor Hass gerunzelter Stirn und gekrauster Kartoffelnase sah Thomas an. Geh einfach die Treppe hoch, sagte Gerli, und geh mir aus den Augen, du kleine miese Ratte. Er zeigte wieder nach oben, ließ aber den Blick nicht von Thomas. Von mir aus? Thomas sah sich noch einmal um, beschämt, verwirrt, ärgerlich. Er spürte, dass er ein knallrotes Gesicht hatte. Niemand versuchte, ihn aufzuhalten, außer Chuck, der an der Tür stand und immer wieder den Kopf schüttelte.
Das darfst du nicht, sagte der Kleine. Du bist ein Frischling, du darfst da nicht rein. Geh, sagte Gerli mit einem falschen Lächeln. Geh ruhig. Geh ruhig hoch, mein Lieber. Mittlerweile tat es Thomas leid, dass er überhaupt hereingekommen war. Aber er wollte unbedingt mit Newt sprechen. Bei jedem Schritt knarrte und ächzte die Treppe unter seinem Gewicht. Wenn die Lage unten nicht so extrem unangenehm gewesen wäre, wäre er aus lauter Angst, durch die morschen Stufen zu brechen, nicht weitergegangen. Er ging trotzdem hoch, bei jedem Splittern zusammenzuckend. Die Treppe endete auf einem Absatz. Es ging nach links. Dann kam er auf eine Galerie mit einem Geländer auf einer Seite, von der mehrere Zimmer abgingen. Nur aus einem drang unten durch den Türspalt Licht heraus. »Die Verwandlung!« brüllte Gerli von unten. »Freu dich schon drauf, du Neppdepp!« Vielleicht stachelte ihn Gerlis Hohn an. Jedenfalls ging Thomas geradewegs auf die Tür zu, ohne die knarrenden Dielen und das Gelächter von unten zu beachten. Ohne an diese ganzen Worte zu denken, die er nicht kannte. Und die schrecklichen Gefühle, die sie bei ihm auslösten. Er fasste nach dem Türgriff, drehte ihn und öffnete die Tür. Im Zimmer beugten Newt und Albie sich über etwas, das ihm im Bett lag. Thomas streckte den Kopf vor, um zu sehen, worüber sich alle so aufregten. Aber als er den Kranken sah, wurde ihm kalt ums Herz. Er musste Galle herunterwürgen, die ihm die Kehle hochstieg. Er sah nur ganz kurz hin. Nur ein paar Sekunden. Doch den Anblick würde er nie vergessen. Ein bleicher, verkrampft daliegender Junge, dessen bloßer Oberkörper scheußlich entstellt war, wand sich vor Schmerzen. Angeschwollene, krankhaft grüne Adern überzogen seinen ganzen Körper wie gespannte Seile. Seine Haut war über und über mit dunklen blauen Flecken bedeckt, roten Ausschlägen, blutigen Kratzern. Die rot geäderten Augen traten ihm aus den Höhlen und huschten rastlos hin und her. Das Bild hatte sich bereits in Thomas' Hirn eingebrannt, als Albie aufsprang und ihm die Sicht verstellte, ihn aus dem Zimmer warf und die Tür hinter ihm zuknallte. Das Geschrei und Gestöhn war immer noch zu hören. »Was willst du hier oben, Neuer?« schrie Albie mit blitzenden Augen und ärgerlich verzerrtem Mund. Thomas war ganz schwach zumute. »Ich wollte ein paar Antworten haben«, murmelte er. Aber seine Worte klangen kraftlos. Er gab auf. Was war bloß mit den Kranken los? Thomas ließ sich im Flur am Geländer herunterrutschen und starrte auf den Boden. Beweg deinen Hintern auf der Stelle die Treppe runter, befahl Albie. Chuck, hilf dir. Wenn du mir vor morgen früh nochmal unter die Augen kommst, hat dein letztes Stündlein geschlagen. Das verspreche ich dir. Ich schmeiß dich höchstpersönlich die Klippe runter. Klar? Thomas fühlte sich klein und gedemütigt. Er hatte das Gefühl, auf die Größe einer Fliege zusammenzuschrumpfen. Ohne ein Wort schob er sich an Albie vorbei und rannte, so schnell er es wagte, die ächzende Treppe hinunter. Er ignorierte die starrenden Blicke von unten, lief zur Tür hinaus und zog Chuck am Arm mit. Die Kerle waren schrecklich. Thomas hasste sie, außer Chuck. »Bring mich bloß weg von den Typen«, sagte Thomas. Ihm wurde klar, dass Chuck wahrscheinlich sein einziger Freund auf der Welt war. »Logo«, antwortete Chuck munter, als freute er sich, dass er endlich gebraucht wurde. »Aber zuerst müssen wir bei Bratpfanne was zu futtern besorgen.« »Ich weiß nicht, ob ich jemals wieder was essen kann.« Nicht nach dem, was er gerade gesehen hatte. Chuck nickte. »Doch, kannst du. Wir treffen uns in 10 Minuten unterm selben Baum wie vorhin.« Thomas wollte nur weg von dem Haus und trottete zurück zu dem Baum. Er wusste seit Zeit ganz kurzem, was es hieß, hier zu leben, und schon hatte er keinerlei Lust mehr darauf. Wenn er sich bloß an etwas aus seinem bisherigen Leben erinnern könnte. An irgendwas, seine Mutter, sein Vater, einen Freund, die Schule, ein Hobby. Ein Mädchen. Er blinzelte mehrmals schnell, weil er versuchte, das Bild loszuwerden, das er da gerade in der Buchbude gesehen hatte. Die Verwandlung. Gerli hatte es, die Verwandlung,
genannt. Obwohl es nicht kalt war, schauderte er.